Der Fluch ist beendet. Das Leiden des Verräters ist vorüber. Ihr habt seine Seele wiederhergestellt, getan, was Götter für jenseits ihrer Macht hielten. Akachi trat sein Gottesurteil an. Das Schicksal, das seines gewesen wäre, wäre Myrkul nicht eingeschritten. Er liegt nicht in der Mauer, sondern findet Frieden unter den falschen Seelen. Sein Leiden hat ein Ende. Und was Myrkul betrifft, die Seele des dunklen Gottes gerät in Vergessenheit, wie er es verdient hat. Da hinten liegt noch was. Kann die Gründerin sich Akachi anschließen, wo auch immer sie ist? Sie wusste von Anfang an, dass ihr Geliebter für sie verloren war, selbst wenn sie ihn gerettet hätte. Wohin Akachi ging, kann die Gründerin nicht folgen. Bei ihrem Tod geht die Seele der Gründerin auf Saphia über, wie auch ihr Wissen. Durch die Unschuld der Seele ihrer Tochter wird sie Erlösung finden, doch die Frau, die sie einst war, wird nicht mehr existieren. Ihre Geschichte ist fast am Ende, doch eure ist es nicht. Das Chaos, das ihr gesät habt, wird euch bei den Göttern nicht viele Freunde machen. Gottheiten der Ordnung werden ihre Blicke auf euch richten, denn ihr verkörpert alles, was sie verabscheuen. Was mich betrifft, ich werde kein Urteil über euch fällen. In eurem Kreuzzug sehe ich die Hand eines toten Gottes und die Verzweiflung einer verlorenen Seele, die versucht, ihren Geliebten zu retten. Und das Gute, das ihr getan habt, gleicht viel aus. Vor allem hat euer Kampf euch Freiheit gebracht, vom Splitter in eurer Brust und der verzehrenden Präsenz in eurer Seele. Ihr könnt frei entscheiden, wie und mit wem ihr dieses neue Gut verwendet. Nun, da Akachi Frieden gefunden hat, bin ich frei von dieser Verpflichtung, der Stimme, die mich zur Vollendung des Werks der Gründerin antrieb. Zum ersten Mal fühle ich, dass ich mein eigenes Leben lebe. Es ist noch nicht an der Zeit, zur Akademie zurückzukehren. Das Reisen mit euch gefällt mir viel zu gut. Und unzählige Reisen liegen noch vor uns. Wir haben mehr erreicht, als ich zu hoffen wagte. Ihr habt die Taten eines Gottes umgekehrt. Der Kreuzzug, euer Kreuzzug, ist ein großer Sieg. Er mag als Symbol gesehen werden, wie Akachi und der erste Kreuzzug. Solche Symbole verleihen anderen Stärke. Es hat mir Kraft gegeben. Ihr habt in mir jeglichen Zweifel besiegt, dass diese Mauer ein Ende findet, von den Ebenen entfernt werden kann, und ich werde leben, um sie fallen zu sehen. Ich hatte Recht, auf euch zu vertrauen. Durch euren Willen ist mein Eid erfüllt und ihr seid wieder ganz. Ihr habt mich daran erinnert, was es heißt, wach zu sein, zu kämpfen und den Ruf der Wanderlust zu spüren. Wohin geht es jetzt? Mein Reich liegt im Zentrum aller Dinge. Ihr könnt hier nicht bleiben, aber euch stehen zahllose Türen offen. Kehrt zur materiellen Ebene zurück, wenn ihr wollt, oder besucht eine andere Ebene. Wohin ihr auch geht, mögt ihr selbst über euren Weg entscheiden. Lebt wohl. Und so habt ihr meiner grauen Stadt den Rücken zugekehrt und einen Weg gewählt, der euch weit weg von meinem Reich führte. In den langen Jahren danach seid ihr viele Wege gegangen, durch viele Ebenen, und mir sind nicht alle bekannt, denn einige Welten jenseits der Reiche sind selbst meinen Augen verschlossen. Doch euer Name tauchte wieder und wieder in den Geschichten der Tapferkeit auf, die sich um euch rankten. Nach Akachis Untergang erlag die Gründerin dem Tod, und ihre Seele ging auf Saphia über, zusammen mit dem Wissen von einem Dutzend Leben und der gesammelten Weisheit all ihrer Fragmente. Auf euren Reisen sollte Saphia noch wichtige Rollen spielen, die fähige Beraterin, treue Verbündete, bevor sie schließlich zu ihrer geliebten Akademie zurückkehrte, die inzwischen rivalisierenden Magiern in die Hände gefallen war. Saphia sammelte jene um sich, die ihrer Mutter gegenüber loyal gewesen waren, und davon gab es noch viele. Mit der Magie der Gründerin vertrieb sie ihre Rivalen aus der Akademie und nahm den Platz ihrer Mutter als Direktorin ein. Die Akademie der Wandler und Binder bleibt eine Anomalie unter den roten Magiern, eine Schule, an der Magie um ihrer selbst willen studiert wird, von der alle, die gegeneinander arbeiten, verwiesen werden und in der Sklaverei keinen Platz hat. Eine stille, aber mächtige Quelle der Veränderung in der Nation von Tay. Kaelin die Taube verließ euch, um ihren Kreuzzug gegen die Mauer fortzusetzen,
Sie sammelte alle, die euren Angriff auf die Stadt des Gottesurteils überlebt hatten, und führte sie zur Schattenebene, wo sie weitere Verbündete für einen neuen und größeren Krieg suchte. Euer Erfolg war zweifelsohne ein Segen für sie. Wo Kaelin zuvor nur wenig Unterstützung gefunden hatte, sammelten sich nun Geächtete aller Art unter ihrem Banner. Doch Kaelins idealistische Natur wurde ihr wie zuvor zum Verhängnis. Sie ging einen Handel mit dem Halbleichnam Ramak ein, um ihn für ihre Sache zurückzugewinnen. Stattdessen lockte Ramak Kaelin in eine Falle und ihre Gruppe wurde von Dämonen aufgerieben. Kaelin konnte entkommen, doch nicht so ihre Geschwister. Und die anderen Mitglieder der Menagerie wurden schreiend in den Abyss gezogen. Besiegt kehrte Kaelin als gebrochene Frau an den Hof ihres Großvaters zurück. Man sagt, sie habe niemals mehr ein Wort gesprochen, um niemanden mehr ins Verderben zu führen. Oku, der Gott der Tiere, folgte euch eine Zeit lang, doch der Untergang seines Volks lastete schwer auf ihm. Schließlich bat er euch, nach Rashomon zurückkehren zu können, und ihr stimmte zu. Ihr habt ihn nie wieder gesehen, aber die Rashimi glauben, dass er friedlich in seiner Grabstätte schlummert. Und Jahre später, als ein Heer von Teyan den Fluss Mulsantir überquerte, um das südliche Rashomon anzugreifen, soll ein großer Bärengeist eine Armee von Tieren gegen sie geführt haben. Die angreifenden Teyer wurden vernichtet und die Rashimi verloren nicht einen Tropfen Blut. Der Bär verschwand bald darauf wieder und hinterließ keinerlei Spuren, außer den geplünderten Leichen von Gnollen und roten Magiern. Und euer Schicksal? Ihr kehrtet nach einiger Zeit nach Westhafen zurück, zurück zu eurem Pflegevater, der die Suche nach euch nie aufgegeben hatte und dem in der Zwischenzeit bewusst geworden war, wie sehr er euch liebte. Auch der Zwerg Kelgar Eisenfaust stieß schließlich zu euch. Er war etwas enttäuscht, dass er ein so gutes Abenteuer verpasst hatte, die Gelegenheit, seine Fäuste gegen einen Gott einzusetzen. Auf Kelgars Bitten hin erklärtet ihr euch bereit, eine letzte Reise anzutreten und euren inzwischen berühmten Weg zur Kreuzwegfeste erneut zu gehen. Die Kunde von eurer Reise verbreitete sich und Hunderte versammelten sich in Hochfels und Neewinter, um einen Blick auf den Ordenshauptmann zu erhaschen, den sie lange für tot gehalten hatten. Als ihr die Feste schließlich erreichtet, begrüßte man euch mit Trunk und Gesang und hieß euch als Helden willkommen. Alte Freunde erwarteten gemeinsam eure Rückkehr, Bevil Starling, Eldenon, der Gelehrte, und noch andere, die noch am Leben waren. Ob ihr euch dort niederlassen und den Mantel des Ordenshauptmanns zurückfordern werdet oder ein noch größeres Vermächtnis sucht, diese Geschichte muss noch erzählt werden. Sehr schön, haben wir das also geschafft in einem Rutsch. Ich weiß nicht, ob ich so gemein war und das gesplittet habe. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wie... Oh, hört mal die Musik, die ist echt schön. Ja. Ob ich das jetzt an einem Stück gelassen habe, sozusagen als Endvideo. Ich werde das auf jeden Fall in die Oberfläche von YouTube integrieren, damit man auch ungefähr weiß, was los ist und was einem hier erwartet, dass eben keine regelmäßigen Videos erstmal kommen. Vielleicht ändert sich das Ganze auch wieder, je nachdem, wo der Job mich dieses Jahr noch so hinführt oder generell die Jobsuche. Ja, so der große Traum von seiner Selbstständigkeit leben zu können, ist natürlich noch lange nicht ausgeträumt, aber das ist nicht so, dass man, also ich habe jetzt kein fettes Bankkonto quasi, wo ich sagen kann, oh, ich kann jetzt ein Jahr lang nichts machen, sondern ich suche gerade ein bisschen so nach neuen Dingen und wie gesagt, deswegen bin ich jetzt 3 Monate erstmal unterwegs. Den Teil meiner Selbstständigkeit, den ich geplant habe, kann ich da immer noch umsetzen, aber wie gesagt, Aufnahmen mit Spielen und so weiter sind jetzt erstmal nicht mehr drin. Jedenfalls nicht so. Vielleicht kommt dann mal ein knappes Video von Neverwinter Nights 1 oder sowas, weil ich spontan Zeit habe und zu Hause bin, wie gesagt. Kann ich eben aber alles noch nicht versprechen. Deswegen in der Form, wie ihr es gerade kennengelernt habt, wird es den Kanal erstmal nicht geben. Jetzt erstmal 3 Monate und danach hinaus vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich werde euch darüber informieren.
Wer ein Abo hat, verpasst sowieso nichts. Kennt ihr ja, wisst ihr ja, habt ihr schon genug Erfahrung auf YouTube, denke ich mal. Und damit hätten wir es geschafft. Mask of the Betrayer ist abgeschlossen. Und dieses Ende hat mir viel besser gefallen als das, was ich das letzte Mal durchgespielt hatte. Es ist rund, es ist schön. Wir haben es zu Kreuzwegfeste zurückgeschafft. Es gibt so ein paar Parallelen, die jetzt viel logischer waren, wenn man jetzt irgendwann es doch noch schaffen wird, den Nachfolger, wie heißt er jetzt nochmal, das mit The Here, Storm of The Here, genau. Wenn man den spielt, dann war es ein bisschen unlogisch von der Aufteilung her, also von dem Geschichtsanschluss. Der Geschichtsanschluss, den wir jetzt haben, würde viel besser zu Storm of the Here passen. Und ja, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, wo es hingeht mit mir. Wir schaffen das sicher irgendwann, einen Server zu mieten. Und dann kann ich mit Terra eine Runde Storm of the Here zocken. Wie gesagt, aber bis jetzt weiß ich es halt gerade noch überhaupt nicht. Das kommt vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich hätte das auch schon letzte Woche ankündigen können quasi, wenn ich es gewusst hätte. Aber wie das öfter so ist, dann wird man eingeladen zum Vorstellungsgespräch und dann läuft die Sache und ich hatte da gar nicht so in der Form mitgerechnet. Aber ich bin sehr spontan, ich bin auch sehr offen für solche Dinge. Ich lasse mich da gerne mal drauf ein und deswegen bin ich erstmal unterwegs. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Guckt öfter mal vorbei vielleicht oder seht euch alles nochmal von vorne an, keine Ahnung. Stöbert herum, deabonniert oder abonniert, wenn ihr dann eben auch mal Neuigkeiten haben wollt. Und ja, ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen, einfach der Musik wegen. Und dann sehen wir uns sicher irgendwann mal in einem Spontanprojekt wieder oder hören uns, besser gesagt. Gehabt euch wohl und bis zu unserem nächsten Treffen.